Erst Black Widow und jetzt auch Wonder Woman 2. Denn wir haben offiziell mitbekommen, dass Wonder Woman 1984 verschoben wurde. Also, ich weiß, es hätte nicht schlechter kommen können. Es ist passiert. Wonder Woman 1984 oder einfach Wonder Woman 2 hätte am 1. Oktober rauskommen sollen, also ungefähr in 3 Wochen. Und ich war richtig gehypt. Ich hatte auch sau viele geile Videoideen zu diesem Film, die ich in den nächsten Wochen und Tagen veröffentlichen wollte, aber das muss alles nach hinten geschoben werden, denn Warner Brothers hat offiziell angekündigt, dass Wonder Woman 2 verschoben wurde. Wann genau, wissen wir nicht, aber sie haben gesagt, es wird ungefähr zur Weihnachtszeit rauskommen, also in der dritten oder auch in der letzten Woche vom Dezember. Und da sollte der Film auch rauskommen. Warum ist das passiert? Ganz einfach. Warner Brothers hat gesagt, dass es zu riskant wäre. Wonder Woman 2 wurde sehr lange produziert. Es wurde mit sehr viel Aufwand, sehr viel Mühe und sehr viel Zeit produziert. Und alle Leute in dem Film, also die Schauspieler, die Regisseurin Patty Jenkins, die Visual Effects Leute, die ganzen Kameramänner, die ganzen anderen Typen, also das gesamte Team vom Film, hat sehr lange dran gearbeitet mit sehr viel Arbeit. Und sie waren halt, also das Team von Wonder Woman 2 war in Gesprächen mit Warner Brothers und die haben gesagt, dass sie den Film verschieben wollen. Da ist zu riskant, deswegen Corona natürlich. Einerseits, weil natürlich die Infektionsraten höher gehen. Andererseits, weil der Film nicht gut performen würde. Tenet kam ja vor ein paar Wochen raus. Ich habe den auch geguckt. Ich habe auch eine Review gemacht. Eine Spoiler-Review. Könnt ihr hier oben vorbeischauen. Ich fand den mega geil zum Beispiel. Aber der ist, was Geld angeht, nicht so gut angekommen. Ohne Corona wäre der Film richtig geil angekommen. Er würde richtig viel Geld einspielen, weil viele vergessen es, ich auch, natürlich auch, dass wenn Filme produziert werden, ein Ziel immer davon ist, Geld zu machen. Die Firmen wie Warner Brothers oder Disney leben ja natürlich von Geld. Und ein Ziel ist es immer, mit ihren Filmen viel Geld zu machen. Und deswegen sind die Marvel-Filme auch so erfolgreich. Und deswegen werden immer mehr und mehr und mehr und mehr Marvel-Serien oder Marvel-Filme produziert. Es wurden ja schon irgendwie 10 Stück für die nächsten 5 Jahre angekündigt. Warum? Weil die Filme so gut ankommen und Avengers Endgame 2,8 Milliarden eingespielt hat und so weiter und so fort. Und dasselbe gilt natürlich auch für Warner Brothers und sie wollen, dass ihre Filme gut Geld verdienen oder Geld einspielen. Und Tenet ist ja auch von Warner Brothers und sie haben bemerkt, naja, Kinokassen sind gerade ein bisschen limitiert wegen Corona. Viele Kinos machen auf, viele nicht. Und das geht natürlich weltweit. Also in vielen Ländern machen alle Kinos auf. In Amerika haben, glaube ich, 70% aller Kinos aufgemacht, in manchen Ländern gar nicht und so weiter und so fort. Und deswegen sind die Kinokassen gerade sehr limitiert und Filme können nicht so viel Geld einspielen. Und das ist natürlich ein Problem für Warner Brothers, weil sie natürlich so viel Profit machen wollen wie möglich. Und Tenet, ich weiß, die genaue Zahl weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß schon, dass Tenet nicht so viel Geld eingespielt hat bis jetzt, was natürlich sehr traurig ist, weil der Film wirklich, wirklich gut ist. Und genau aus diesem Grund wollte Warner Brothers Wonder Woman 2 nach hinten verschieben, ungefähr zur Weihnachtszeit. Warum? Natürlich wegen dem Geld. Aber es gibt auch ein paar andere Gründe. Denn ein sehr berühmter und auch groß geplanter Film wird im Dezember rauskommen. Also fast Dezember, in der letzten Woche von November. Denn am 27. November sollte James Bond No Time to Die oder auf Deutsch James Bond Keine Zeit zu sterben rauskommen. Das ist der 27. November, also Ende November. Und die meisten Leute gucken den dann in der ersten Dezemberwoche. Und im Dezember werden sehr viel, also wird sehr viel Profit in den Kinokassen von James Bond kommen natürlich, weil es der letzte Film von Daniel Craig ist. Ich mache auch noch Videos dazu, weil ich ein sehr großer James Bond-Fan bin nebenbei. Und natürlich gibt es auch ein anderes Projekt von Warner Brothers, nämlich Dune. Ein Fantasy-Film über Zukunft und es basiert auf einem Buch,
namens Dune. Es gibt jetzt einen Trailer, könnt ihr vorbeischauen. Ich werde ihn nicht gucken, ich finde ihn jetzt nicht so krass, aber die Schauspieler sind mega geil. Und das ist auch ein sehr großes Projekt, was gemacht wird. Also es ist ein Science-Fiction-Utopie-Film über die Zukunft und die Menschen. Es basiert auf einem Buch und so weiter. Also Dune und Keine Zeit zu sterben werden sehr viel Geld einspielen. Und dann wollen Warner Brothers, die Leute von Warner Brothers, auch Wonder Woman rausbringen, sodass auch sehr viel Profit einkommt von Wonder Woman 2 und auch von Dune. Insgesamt zusammenfassend kann man sagen, dass Wonder Woman 2 jetzt verschoben wurde. Ein genaues Datum wissen wir nicht, aber Warner Brothers hat gesagt, der Film sollte während der Weihnachtszeit herauskommen. Der Film ist schon längst fertig und der Film hätte eigentlich letztes Jahr im Dezember rauskommen sollen, dann dieses Jahr im Juni, dann Oktober und jetzt im Dezember, also in der dritten oder vierten Woche vom Dezember, sollte der Film endgültig rauskommen. Ich hoffe, das ist wirklich jetzt auch so. Das wurde auch offiziell bestätigt. Das ist also keine Fake News. Ich hoffe wirklich, dass der Film rauskommt. Wenn nicht, dann haben wir wieder verkackt. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn euch das Video gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ist auf jeden Fall gratis und eine Ehrenaktion. Bleibt sicher, bleibt zu Hause. Bis zum nächsten Mal, euer Sopologie. Und ciao.